Wir sind hier, weil wir mit König Colorius sprechen müssen. Kommt mit mir, aber rückwärts gehen. Guter Witz. Das ist ein Befehl des Königs. Fuchs, machen wir, was die sagen. Die verstehen keinen Spaß. Dürfen wir uns umdrehen, um mit euch zu reden? Aber natürlich, liebe Freunde. Majestät, hier ist einer der Wolkenjäger. Mhm. Er hat uns mitgeteilt, dass ihr den... Das reicht! Wachen! Werft diesen Verräter ins Gefängnis! Nein, wartet! Er sagte, ihr wärt in Gefahr. Die Jäger wollen euch einfach nur beschützen. Warum mischst du dich da ein? Ich bin ein guter König. Kein Solari würde mir etwas antun. Die Bewohner dieses Planeten verehren mich. Und die einzigen Fremden, das seid ihr. Was macht ihr überhaupt hier? Ich kann mich nämlich nicht erinnern, euch gerufen zu haben. Also hör zu, kleiner Prinz. Ich bin sicher, dass du nur mit den besten Absichten gekommen bist. Aber jetzt geh wieder zurück nach Hause. Oh, ehrlich gesagt hatten wir gar nicht vor, hierher zu kommen. Es war Eronimo, der uns... Eigentlich wollten wir euch um einen Gefallen bitten. Wir sind auf der Suche nach dem Planeten der Rosen. Und ich dachte, ihr habt da vielleicht eine Information für uns. Naja, das ist in der Tat gut möglich. Wachen, eskortiert das Fellknäuel nach draußen vor dem Palast. Ich begleite meinen jungen Freund inzwischen zum Saal der Archive. Rückwärts gehen ist gar nicht so einfach, wenn man vier Pfoten hat! Entschuldige die Unordnung, in diesem Saal ist schon lange niemand mehr gewesen, aber hier findest du alle Sternkarten, die das Herz begehrt. Aber rückwärts, nicht vergessen, hm? Natürlich, danke, Colorius. Viel Glück bei deiner Suche. Wo soll ich bloß anfangen? In diesem Traum ist sonst nichts. Du hast recht, Cassandra. Die Antwort, die du suchst, liegt vielleicht nicht in den Träumen von Colorius, sondern in den Träumen seines Angreifers. Woher weiß ich das? Warum nutzt du nicht all die Möglichkeiten, die dir die Spioren bieten? Aber natürlich. Danke, Schlange. Ich muss nur die Träume von allen Solaris aufnehmen. Dann werde ich endlich dahinter kommen, wer derjenige ist, der sich an Colorius vergreifen will. Ja, ab sofort stehen die Bewohner dieses Planeten unter strenger Beobachtung. Nichts wird uns entgehen. Meine Rose, es würde Jahrhunderte dauern, all diese Bücher zu lesen. Ich fürchte, Colorius hat mich zum Narren gehalten. Aber warum? Ich bin sicher, die Schlange steckt hinter allem. Der König ist nicht mehr Herr seiner selbst. Er benimmt sich sehr merkwürdig. Wahrscheinlich hat er angeordnet, die Wolken zu zerstören. Er liebt unerträgliche Musik und zwingt alle rückwärts zu gehen. Er meint, in Gefahr zu sein, aber weigert sich darüber zu reden. Ich glaube, dass er Angst hat. Ich bitte dich, meine Rose, hilf mir. Die Konstellation dieser drei Sterne kündigt einen Besuch an. Ein Brief für meinen Prinzen. Das ist noch viel besser als ein Besuch. Ich habe Stunden gebraucht, um zurückzukommen. Ah, es ist super kompliziert, wenn man rückwärts gehen muss. Das könnt ihr mir glauben. Liebling, hast du die Töpfe weggestellt? Nein, wieso sollte ich? Meine Pfanne, wo ist denn meine Pfanne? Wer hat denn den Bretter weggenommen? Hast du ihn jemandem geliehen? Irgendjemand hat alle unsere Töpfe geklaut. Wie sollen wir denn jetzt kochen?